Ja, Flora hat, glaube ich, einfach ziemlich gut die ganzen Kill-Options von Safari gecovert. Also es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten für sie zu killen. Und ja, bei DDD brauchst du schon gute Kill-Options einfach. Auch nicht so leicht zu gimpen einfach und super heavy. Von daher... Oh. Tag ist vielleicht ein bisschen in dem Score drin. Oh! Aber Flora hat auf jeden Fall Lust, das Ganze schnell zu machen. Das war schon der erste Stock hier gerade. Und Safari macht auf jeden Fall immer gut Damage. Allerdings, ja, das Killen. Oh, oh. Okay. Kein Two-Frame. Ist vielleicht die Chance für Safari, den Stock-Ausgleich hier zu kriegen. Ah, oh, auch reingefallen. Ja, das sind die Frame-Traps. Also das ist, worin DDD besonders gut ist. An der Edge. Eieiei, zwei Stocks hinten. Oh, okay, ein Stock hinten. Aber der Position will man gegen DDD nicht sein, weil sonst macht er einfach den Zug und nimmt einen mit runter. Ja, das stimmt. Hat Flora das schon mal gemacht heute? Ja. Ah ja, okay, verstehe. Ja, die Option gibt's aber natürlich. Aber in den Doubles hat sie das gemacht. Hm. Ja, wo es ein bisschen chaotischer ist. Da kam der Zug-Versuch. Jetzt gerade auf jeden Fall Heavy Neutral, lasse ich das Game. Was auch nötig ist, glaube ich. Also ich glaube, Safari muss sehr, sehr Neutral Heavy spielen, um irgendwie Erfolg zu haben in dem Matchup. Und auch eben gerade wieder, also die Kill-Option Side B wurde halt einfach mit dem Inhale ausgeglichen. Von daher, wie killt man DDD? Ist so die Frage. Mit einer Menge Fantasie. Ja, da braucht man schon eine Menge Fantasie. Okay. Oh, und da ist er. Ja, hart gepunished. Also, Flora weiß auf jeden Fall, wie sie Pit punished oder Dark Pit. Fliegenklatsche und einmal weggeswattet. Ich poste das noch einmal auf Discord. Was ist eigentlich der Lore-Unterschied zwischen Pit und Dark Pit? Ich habe die Spiele nie gespielt. Ich glaube, das ist irgendwas mit einem magischen Spiegel. Also der böse Counterpart von Pit aus einem magischen Spiegel. Hey, das wisst ihr besser, oder? Das wisst ihr besser als ich. So wie Dark Soldo. Dark Link. Ja, kam ja nicht aus dem Spiegel. Kam ja aus, aus einer Spiegeloberfläche. Ja. Ja, stimmt. Ja, das war schon cool. Cooler Moment. Nerviger Boss. Generell, der Wassertempel, damn. Ja, der war echt annoying. Oh. Ich kenne mindestens einen auf NIZ, der gerade auch im Wassertempel feststeckt. Ist wirklich so. So, also dieses Game sieht struggling. Auf jeden Fall besser aus, aber wir müssen eben warten, bis mindestens ein Stock gezogen wird. Und dann fragt sich natürlich, ob sich das wiederholen lässt, diese Kill-Option. Moment, gab es da einfach noch nicht so... Oh, schon wieder hart gepunished. Autsch. Safari darf einfach nicht mal Sidebeat drücken. Wenn sie auch nur an Sidebeat denkt, wird sie dafür gepunished. Aber, also sie gibt sich schon echt gut Mühe, Flora zu juggeln, aber das Problem ist, dass dann ein Hit von DDD dann die Differenz direkt ausgleicht. Ja, das ist immer so das Ding bei DDD. Er macht immer easy Comebacks. Da muss DDD wirklich von vorne bis hinten einfach nur zerstören. Oh, das habe ich gefühlt. Direkt ins Gesicht und dann direkt auf die Eier. Okay, sie hat an Side B gedacht. Oh. Raw F-Smash wird gepunished. Ja, ich weiß nicht, ob Safari einen zweiten Charakter hat, aber das ist möglicherweise eine Idee, weil DDD hat definitiv schlechte Matchups.
Ich glaube, Game & Watch ist ganz, ganz grausam für DDD. Zum Beispiel. Aber dazu muss man sagen, dass Flora auch durch solche Matchups halt einfach durchspielt mit DDD, ne? Von daher, sowas macht einen Charakter auf jeden Fall eisenhart. Manifestation von Pits unterdrückten, dunklen Gefühlen. Okay. Ah, so, sowas also. Ich hab selber nie gespielt. Ja, ich frag mich auch, ob das jemals jemand gespielt hat. Ja, DNL hat das gespielt. DNL ist echt? Fan von Pit. Okay. Der sagt, das ist gut. Ich kenne das Pit, wo was, man eine Aubergine jagt oder so. Was? Muss man eine Aubergine jagen oder waren das die Ice Climbers? Also das erste Pit war halt so ein 2D-Uralt-Game. Ah, okay. Das Eggplant-Emoji. Oh, oh! War das der Belly-Flop in den Hammer? Ja, aber das war Jump und dann Belly-Flop und Jump war, und dann Hammer. Aber mit Side-B also direkt ausgeglichen, also sehr gute Retaliation. Ja, jetzt gerade... Hat sie da die Invincibility genutzt? Wer? Safari? Mit dem Side-B? Habe ich nicht gesehen. Okay. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Auch interessante Counterpick-Wahl. Also wir sehen Yoshis Story so gut wie nie. Und auch das ist natürlich... ist natürlich relevant. Also eigentlich ist das eine Stage, die so gut wie immer gebannt wird, weil einfach kaum einer darauf gerne spielt. Und naja, also Flora wird sich das natürlich merken und die wahrscheinlich bannen. Und warum ist das eine gute Counter-Choice? Weiß ich nicht genau. Okay. Also du hast halt zwei Elemente oder drei Elemente, die besonders sind bei Yoshi's Story, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht. Und ist kein Frame Data Guy und die Plattform da drunter, ja. Genau, also die Plattform ist eine Sache. Dann die Wände. Aber keiner von den beiden hat einen Walljump, deswegen nicht so relevant. Und dann noch unten. Es geht nicht so weit runter bei Yoshi's Story. Das haben wir eben schon bei Flora gesehen, die hat sich da einmal SD'd. Oh. Oh, die Bäcker. Oh. Ja, die 2-0. Brutal. Absolut brutal. Brutal. Brutale. Ginge DDD. Die Top 4 geht los. Top 4 geht los? Ja. Nice. Schreibe ich schnell. Schnell nochmal retweeten. Top 4. Topf der Gier. Was macht es? Keiner weiß es. Ja, das muss ich mal schnell machen und dann bin ich voll hier. Voll im Fokus. Ich wurde eben angerufen. Eventuell ist es wichtig. Vielleicht sollte ich zurückrufen. Ja, mach das mal. Ich bin gleich wieder da. So, Chat. Jetzt sind wir alleine. Wir schauen mal, wie das dritte Game hier ausgeht. Flora gegen Safari. Ja, Safari hat oft in diesen Games einen guten Start und dann wird das so von 2-3 Attacken von Flora wieder wettgemacht. Also dafür, dass der Charakter sehr heavy ist, kann man dann schon so 2 oder 3 Attacken aneinander stringen und das macht dann natürlich echt guten Damage. Also gerade Flora ist da echt einfach gut drin. Und die meisten Heavies können nicht besonders gut landen, was aber in dem Fall, naja, DDD hat halt schon viele Optionen, um zu landen. Einen guten Fastfall ist immer gut, die Nair mit Fastfall ist ziemlich nice. Mehrere Jumps und den Gordo, den man halt auch so angeln kann, dass er einfach straight runterfällt. Alles Optionen, die DDD, was Landen angeht, auf jeden Fall gut machen. Trotzdem heavy, also... Hat er denn Super Armor bei seinem Up-Special? Ja, okay. Zeitweise auf jeden Fall. Damit kannst du durch Sachen armoren. Oh. Okay, oh. Also jetzt gerade... Oh, overextended. Oh, zu greedy.
Ja, sah gerade gut aus. Stock ist weg. Aggression von Safari ist immer noch da. Jetzt gerade macht sie das gut. Viel Damage. Oh, schöne Back-Air. Kommt da sogar aus dem Inhale raus. Lässt sich auch. Ich habe das Gefühl, dass Pit unter DDD sein möchte, um nach oben hin anzugreifen, gute Option. Hat da auf jeden Fall das geringere Übel gewählt. Oh, schön, raufgekommen. Bloß nicht wieder direkt offstage. F-Smash trifft, aber nicht mal knapp. Nicht mal knapp. Also, die Smashes sind auch nicht stark genug, um DDD wirklich früh zu killen. Da muss die Situation schon optimal sein. Auch der Upsmash ist nicht besonders stark. Oh, guck mal. Durch den eigenen Gordo. Ja. Das war painful. Oh, immer noch angegriffen. Aggressiv. Ja, kommt wieder rauf. Okay. Ist jetzt die Chance für Safari noch schön Damage aufzurecken. Oh. Aggressiv. Oh. Kommt die Abi. Da kommt die Abi. Oh, Vorsicht. Ja. War's das? Oh, noch einer! Oh! Okay. Oh. Ja, keine Chance. Oh! Das. Oh. Sowas willst du halt haben, ne? Also, du willst in einem Char möglichst konsistent Schachmatt setzen offstage. Also, so die Abi. Dass die Optionen einfach weg sind. Den Pfeil gesuckt und zurückgespuckt. Und die werden dadurch stärker auch. Die Projektile. Okay, also Last Stock, dieses Game ist auf jeden Fall die Chance für Safari hier, zumindest ein Game zu ziehen. Oh, come on, Safari. Ja, das meintest du mit, will unter DDD sein? Ja, genau. Ja, genau, damit sie juggeln kann. Mhm. Safari möchte natürlich, weil so die beste, safeste Methode für Safari, Damage rauszubekommen, ist mir aufgefallen, ist zu versuchen, Flora zu juggeln in der Luft. Ist nicht ganz ungefährlich, aber ja. Aber so hat sie es am besten konsistent hingekriegt bisher. Okay. Jetzt ist allerdings nicht mehr das Damage machen das Problem, sondern der Kill. Und das ist schon wieder Stray Gordo. Und jetzt, aggressiv. So aggressiv! Oh mein Gott. Brutal. Keine Luft gelassen. Alter. Absolut keine Luft gelassen. Das war echt... Strong. Das war strong, wow. Massaker.